Ein Rechtsklick auf ein Icon zeigt Ihnen den Namen des Modells. Wählen Sie zuvor ein Modell mit einem Linksklick aus, dann können Sie anschließend mit einem Rechtsklick das Eigenschaftenfenster öffnen. Geben Sie hier bitte für den Baum die Koordinaten x0 und y0 ein. Sie können auf OK klicken oder die Return-Taste drücken, um die neuen Werte anzunehmen. Wenn Sie jetzt mit F5 ins 3D-Fenster wechseln, dann haben Sie den Baum mitten vor sich.